Herzlich willkommen zu unserem Videogottesdienst. Wir feiern ihn heute am Namenstag der heiligen Anna hier auf dem Annaberg. Annas Leben zeichnete das unbedingte Vertrauen in Gott aus. Unter ihrem Schutz und mit ihr und allen Menschen, die diesen Gottesdienst mit uns feiern, in Gedanken vereint, versammeln wir uns im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Einen Schatz zu finden, davon träumt, glaube ich, jeder von uns. Etwas besonders Wertvolles und Kostbares zu entdecken. So ein Schatz, der kann das ganze Leben verändern. Um einen Schatz geht es auch heute im Gottesdienst. Dabei geht es auch um die Frage, was ist mein Schatz? Was ist in meinem Leben wirklich wichtig? Die Corona-Krise und auch andere persönliche Einschnitte im Leben stellen unser Leben auf den Kopf und gleichzeitig die Frage neu, was ist mir wichtig im Leben? So kann in einem Moment der Stille jeder von uns dieser Frage nachgehen. Was ist mir wichtig im Leben? Wofür setze ich mich ein? Bitten wir anschließend Gott um sein Erbarmen. Herr Jesus Christus, wir sehnen uns nach Glück und Sinn in unserem Leben. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, durch dein Leben hast du das Reich Gottes verkündet. Christus, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du hast uns gezeigt, dass das Reich Gottes schon hier auf Erden beginnt. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott erbarme sich unserer Sehnsucht. Er selber will mit seinem schon angebrochenen Reich all unsere Sehnsucht stillen. Er nehme von uns, was uns von ihm trennt, und führe uns in sein Reich. Amen. Und so wollen wir beten. Guter Gott, du Beschützer aller Menschen, du lässt alles Gute wachsen. So entsteht dein Reich auf dieser Welt. Hilf uns, dass wir erkennen, was im Leben wichtig ist. Durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu den Jüngern: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn und grub ihn wieder ein. Und in seiner Freude ging er hin, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte den Acker. Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der eine schöne Perle suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte sie. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Brüder und Schwestern, Schatzsuche hat Menschen schon immer fasziniert. Das hat sich auch heute nicht verändert.
Auf Kindergeburtstagen ist es seit Generationen ein Schlager. Und auch Bücher und Filme, bei denen es um eine Schatzsuche geht, sind nie wirklich aus der Mode gekommen. Das hängt sicher mit der Sehnsucht aller Menschen zusammen, etwas Kostbares, etwas Wertvolles im Leben zu entdecken, das das Leben selbst verändert und es kostbar macht. In wie vielen Büchern und Filmen wird nicht der unbeirrbare Schatzsucher beschrieben, der im alltäglichen Leben eher unscheinbar ist und der an seinem Glauben festhält, einen ganz besonderen Schatz zu finden. Oft wird er belächelt, dass er an die Existenz dieses großen Schatzes glaubt. Er erntet Kopfschütteln dafür, dass er alle seine Sicherheiten aufgibt, sein bisheriges Leben aufgibt und sich auf die Suche macht. Auch Jesus kennt diese Sehnsucht der Menschen und wählt dieses Motiv, das Himmelreich zu beschreiben. Der Mann, der den Schatz im Acker entdeckt und dann alles dafür tut, damit er sich diesen zu eigen machen kann. Er kauft den Acker, nicht mal ebenso. Er muss dafür all sein Hab und Gut verkaufen. Es verändert sein Leben. Er gibt sein bisheriges Leben auf und beginnt mit dem Schatz ein neues. Interessant ist vielleicht dabei aber auch, dass der Schatz nicht auf einer einsamen Insel oder in einer versteckten Höhle ist, sondern in einem Acker, im Dreck sozusagen, da, wo der Bauer jeden Tag seine Arbeit tut. Was bedeutet das für unseren Schatz im Himmelreich? Er ist nicht an irgendwelchen exotischen oder abgehobenen Orten zu finden, nein, sondern hier im Alltag. Da, wo wir jeden Tag arbeiten, wo wir wohnen und wo wir leben. Da, wo wir unsere Hände schmutzig machen. Da, wo wir ihn nicht erwarten. Jesus ruft uns auf, diesen Schatz, Gottes Reich hier auf Erden zu entdecken. Und dann alles dafür zu tun, dass wir ihn uns zu eigen machen. Ihn zum Leuchten bringen, ihn nutzbar machen. So ein Schatz, so ein Zipfel von Gottes Reich in unserem Leben, das kann ein Talent sein, das wir in uns oder auch in anderen Menschen entdecken. Es kann auch eine Freundschaft sein. Manchmal sind es auch gerade die Situationen, die das Leben schwer machen, die es auf den Kopf stellen, die diesen Schatz offenbaren. Wenn das Leben auf den Kopf gestellt wird, dann stellt sich die Frage neu: Was ist mir wirklich wichtig im Leben? Manchmal kann ich dann einen Schatz entdecken, der mein Leben verändert. Jesus ruft uns auf, nach dem Schatz des Reiches Gottes hier auf der Erde zu suchen. Es lohnt sich, die Hände schmutzig zu machen, auch wenn der Acker groß ist, auch wenn wir dafür belächelt werden. Heute ist der Namenstag der heiligen Anna, die wir hier auf dem Annaberg besonders verehren. Ich denke, auch Anna hat ihren Schatz im Leben gefunden, nämlich das unbedingte Vertrauen auf die Liebe Gottes. Sicher ist sie auch dafür belächelt worden, dass sie dieses Vertrauen nicht aufgegeben hat, obwohl sie lange auf das ersehnte Kind gewartet hat. Doch dieser Schatz, dieses unbedingte Vertrauen auf Gott, das hat ihr Leben verändert. Sie bekam im hohen Alter noch eine Tochter, Maria, die dann Gottesmutter wurde und damit das Leben aller Menschen verändert hat. Christus fordert uns auf, uns mit vollem Einsatz für das Gottesreich der Gerechtigkeit und des Friedens einzusetzen. Verleih den Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft Einsicht, die sie klarer erkennen lässt, dass Engagement für Recht, Gerechtigkeit und Frieden Vorrang hat. Christus, höre uns. Gib allen, die in der Kirche dein Wort verkünden, die Gabe, die Sehnsucht der Menschen nach dem Schatz des Reiches Gottes zu wecken. Christus, höre uns. Stärke und ermutige junge Männer und Frauen,
die selbstlos in sozialen Einsätzen Menschen in unserem Land und auf der ganzen Welt unterstützen. Christus, höre uns. Schenke fragenden und suchenden Menschen ausdauernde Geduld und ein hörendes Herz, damit sie den lebensverändernden Schatz finden. Christus, höre uns. Führe die Sterbenden, die sich alles von dir erhoffen, zu dir ins Himmelreich. Christus, höre uns. Herr unser Gott, du kennst uns und weißt, was wir brauchen. Hilf uns bei den Bemühungen, dein Reich auf Erden Wirklichkeit werden zu lassen. Höre unsere Bitten und verwandle sie für uns und alle Menschen zum Segen. Amen. All unsere Bitten, die wir laut ausgesprochen haben und die wir still im Herzen gebetet haben, fassen wir zusammen in dem Gebet, das Jesus schon mit seinen Freunden gebetet hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so wollen wir beten. Guter Gott, du schenkst uns hier auf der Erde schon Schätze des Himmels. Hilf uns, dass wir jeden Tag deine Schätze entdecken. In der Familie, im Beruf und in der Freizeit. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Und so bitten wir für heute und für die kommende Woche um Gottes Segen. Für uns und für alle, die uns am Herzen liegen. Es segne uns der gute und treue Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und eine gute Woche. Und allen, die Anna zur Namenspatronin haben, wünsche ich alles Gute zum Namenstag. Sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Gott.